Corona auf der Alp, Staffel 11 mit Josef Kelle. Unser heutiges Thema: Lockerungen. Servus und grüß Gott miteinander. Ostern ist rum, Corona leider nicht. Das Volk war brav. Alle, also fast alle, haben sich an die Anweisungen, Gebote und Verbote gehalten. Und zwar unglaublich ruhig. Geradezu friedlich war alles, gell? Wer genau nachgehört hat, der hat den Planeten schnaufen gehört. Durchschnaufen hat er ihn gehört, ja? Die Maßnahmen haben gewirkt. Corona ist zwar noch, aber deutlich langsamer. Nicht nur die Fallzahlen sind zurückgegangen, angeblich ist auch das Klima besser geworden, gell? Noch können wir doch jetzt das ein oder andere beibehalten. Dann fahren wir halt künftig nimmer und unnötigerweise mit dem Schiffle auf die Weltmeer rum, mit dem Flieger zum Saufen nach Malle, zum Shopping nach Barcelona, gell? Und mit dem Moped durchsteigen auf, nunder, nauf und wieder nunder, gell? Es geht auch mit weniger gange. Und vielleicht hätten wir nachher wieder mehr, ja? Auf jeden Fall soll es jetzt Lockerungen geben, gell? Wie das aber genau gehen soll, weiß man noch nicht, ja? Es gibt Empfehlungen. Empfehlungen von gescheiten Wissenschaftlern, gell? Die Kinder sollen wieder zur Schule, haben die gesagt. Und schon wird gestritten, welche Kinder zuerst gegangen, gell? Und die Geschäfte sollen wieder aufmachen, haben die gesagt. Und schon wird gestritten, welche Geschäfte zuerst aufgemacht werden, ja? Und sogar die Gastronomie soll nach und nach wieder belebt werden, gell? Alles natürlich mit Abstand, Hände waschen und Mund- und Nasenschutz, gell? Also Mund- und Nasenschutz. Gerade das, was am Anfang nichts getaugt hat, gerade das ist jetzt besonders wichtig geworden, gell? Also meine Frau, die Lisbeth, du hast gesagt, dass gerade beim Essen und beim Trinken in der Wirtschaft das mit dem Mund- und Nasenschutz recht leidig wäre, Kind. Und der Kellner oder die Bedienung ja auch nicht so lange Arm hat, wegen dem Bediener und dem Abstand und so. Und dass der Kellner oder die Bedienung ja von Tisch zu Tisch gehen müsse. Ja? Und nachher der Kellner oder die Bedienung ja nicht bloß das Essen servieren, sondern auch die Viren servieren, quasi die Viren vom Nebentisch in der Wirtschaft verteilen. Ja? Und ja, ich habe meiner Lisbeth noch erklärt, ich habe gesagt, dass es erst einmal nur um Vorschläge sich handelt. Vorschläge von diesen Wissenschaftlern, gell? Und die genauen Details, also die Details, die müssen erst noch ausgearbeitet werden. Erfahrungsgemäß wird das etwas dauern, gell? Also die Türken, die sind da deutlich schneller mit ihren Entscheidungen, gell? Da ist es zum Beispiel einem Minister eingefallen, dass man den Laden quasi über Ostern dicht machen könnte, und dann hat er abends das um 10 Uhr bekannt gegeben. Ja, und nachher sind die Türken noch 2 Stunden Zeit gehabt, sich zum drauf einrichten, gell? Da ist es bei unseren Pädagogen ist es da anders, gell? Die brauchen mindestens eine Woche Vorlaufzeit, um den Unterricht vorzubereiten. Also, liebe Lehrer, bereitet euch mal vor, gell? Am besten schon bevor der Beschluss kommt, dass die Kinder wieder beschult werden. Ja, 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 die Lockerungen, gell? Die Lockerungen werden nur langsam kommen, sagen die Politiker. Was auf jeden Fall zum Schluss wieder möglich sein wird, ganz zum Schluss, das sind dann die Großveranstaltungen, gell? Also, liebe Freunde, stellt euch drauf ein. Kein Hock das Jahr, kein Brunnenfest,
kein Schluck in Wiesensteig, kein Weidorf in Sturgott, kein Tote Hose Konzert und in Stadion auf keinen Fall, gell? Ja, so ein Scheißdreck aber auch, gell? Das mit dem Nicht-Schiffle fahren, gell? Das hätten wir ja noch verkraften können, gell? Aber ohne Festle, kaum aus zum Denken. Also Leid, klemmt Arschbacken zusammen, es kommt eine harte Zeit. Ade und bleibe gesund, euer Josef.